Mein Name ist Stefan Lambi und ich melde mich, wie unschwer zu erkennen, aus Berlin. Vor allem hier arbeite ich an meinem neuen Buch und blicke hinter die Kulissen des Machtwechsels. Eine große Entscheidung steht an. Wer wird künftig Deutschland politisch führen? Und deshalb habe ich seit Dezember 2020 vor allem mit den Politikerinnen und Politikern lange Interviews geführt, exklusive Interviews, die nicht nur den Ehrgeiz, sondern auch die Chance haben, die nächste Bundesregierung anzuführen. Also mit Armin Laschet, mit Annalena Baerbock und mit Olaf Scholz. Aber ich habe auch mit Robert Habeck und Markus Söder gesprochen, mit einem Kulturschaffenden, einer Virologin und einer sogenannten Querdenkerin. Außerdem mit vielen Kolleginnen und Kollegen der Hauptstadtpresse. Es war und ist ein ungemein spannendes Jahr mit ganz vielen Entscheidungstagen, in denen sich die Richtung des Wahlkampfes ganz schlagartig geändert hat. Ich erinnere an die Fehler von Baerbock, aber auch an das sogenannte Lachen von Laschet während der Flutkatastrophe. Aber natürlich geht es auch um große politische Fragen wie den Klimawandel, die Folgen von Corona und etwa die Digitalisierung Deutschlands. Es ist nach meiner Erinnerung lange nicht mehr eine so offene, spannende politische Situation in Deutschland gewesen. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Veröffentlichung des Buches und auch auf die Diskussion mit Ihnen, mit den Leserinnen und Lesern.